Kinder sind meine Liebsten. Kinder sind super. Kinder zum Beispiel, Kinderlager, ne? Da kennt sie die Situation. Sie haben so viel zum Reden, ob sie jetzt wirklich so ausformuliert ist oder nicht. Wurscht, die erzählen den ganzen Tag. Und sofort die Mama dann dahin. Und mit dem Handy in der Hand, tippt rum. Der Kleine plappert und plappert und plappert. Foto, ich fahre dahin, sie kommen auf mich zu. So 100 Meter, man sieht sie. Und es passiert immer dasselbe. Es ist unglaublich. Kinder sind ein Wahnsinn. Das ist so genetisch Urinstinkt. Dieser. Der Zeigefinger. Der Laserpointer, Zeigefinger. Der Fuck. Jetzt ist es mir runtergefallen, gell? Der ist, ah! Na? Genau. Der Laserpointer, Zeigefinger. Der. Sagen wir es? Ich habe das geschrieben, was habe ich gesagt? Danke! Applaus bitte für die Dolmetscherin. Ach übrigens, wenn Sie ganz korrekten Applaus geben wollen, dann machen wir das einmal alle so bitte. Das ist der Applaus in der Gebärdendolmetschersprache. In Gebärdensprache. Danke sehr. Der Laserpointer Zeigefinger der Peinlichkeit. Das ist der Laserpointer Zeigefinger der Peinlichkeit. Funktioniert wie folgt. Kinder haben diese innerliche Fähigkeit mit diesem Finger exakt zwischen die Augen zu treffen. Egal wie weit sie entfernt sind. Wenn man da jetzt einen Laser ausschießen lässt, der wird die genau treffen. So, und immer wenn der Finger fertig ist, kommt Folgendes. Mama, schau, ein kleiner Opa. Das ist der Satz, wenn die Mamas dann hören und der sie dann doch vom Smartphone wegbringt, dann schauen sie runter auf den Zögling. Kopf, Hand, Finger, Laser, mein Gesicht. Und dieses Gesicht sagt ihnen dann, oh Scheiße, er hat's gehört. In dem Moment weiß das gesamte Blut ihres Körpers entfleucht. Der Hals schnürt sich zusammen und das Herz ist unter der Schuhsohle und schleift hinten nach. Die Frau ist fertig. Und in dem Moment sind wir schon gut 10 Meter voneinander entfernt. Ja? Und ich genieße es. Es ist so schön zu sehen, wie die Mami so. Ich bin gemein, ich weiß. Wenn wir dann knapp auf gleicher Höhe sind, schaue ich dann zum Kind runter. Und sag, hallo. Und in dem Moment ist es der Defibrillator der Mutter. Blut schießt zurück, Hals öffnet sich wieder, Herz ist wieder am Platz. Und sie ist erleichtert. Sobald das passiert ist, hört man es dann so, nein, das ist kein kleiner Opa. Das ist nur ein Mann, der hat eine Rolle wie der Opa. Und dann werden sie mal leiser und die unterhalten sich dann. Wunderbar. Also, Mami ist in Kinderwegen. Super. Es gibt aber noch andere Eltern. Tanzeltern. Tanzeltern sind auch super. Also das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so auf Servus TV oder auf Arte, diese einheimischen, eingeborenen Dokumentationen, ja? Wo die Leute so aufmerksam, halb nackt tanzen, und so, ja. Ihr kennt es nicht. Und so ähnlich ist es auch. Also wenn ich zum Beispiel in die U-Bahn einsteige in Wien, ich sitze mit der U-Bahn, dann fährt los, nächste Station, sie gehen auf, Leute steigen aus, Leute steigen ein. Unter den Leuten, die einsteigen, ist auch eine Mama, ein Papa und ein kleines Kind. So 5, 6 Jahre alt. Die Eltern, beide, ohne miteinander zu sprechen, aus den Augenwinkeln haben mich gesehen. Und das ist, bim, Choreografie startet jetzt. Also fangen sie an zum Tanzen. Sie buxieren das Kind ja schon weg, damit es mich nicht sieht. Und sich selbst positionieren sie zwischen mich und dem Kind. Und ich meine, sie haben wahrscheinlich alle Kinder, ein paar sind da, die sind einfach immer kräftig. Schudeln rum, schauen da, schauen dort, bewegen sich. Und deswegen müssen die Eltern da immer mittanzen. Und die haben unglaubliche Moves drauf, damit sie wirklich immer zwischen mir und Rolli bleiben. Das ist faszinierend. Weil
was passiert, wenn das Kind mich sieht? Ein altes Baby! Und das in der U-Bahn, womöglich, wo es gerade weggefahren ist, und die müssen eine ganze Fahrt, eine ganze Station lang da in der U-Bahn da ganz sitzen. Und alle haben es gehört. Ein altes Baby! Also wirklich, Eltern haben es echt schwer. Und die machen das dann sehr geschickt. Dieser Tanz ist einer meiner Lieblingsrituale.